Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Endstand 3:1 vor insgesamt 35.832 Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich begrüße neben mir auch die beiden Cheftrainer Lukas Kwasniok für den SC Paderborn und unseren Cheftrainer Pal Dardai. Lukas, als Gast hast du das erste Wort. Deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Glückwunsch natürlich erstmal an die Hertha und an Pal zu dem Sieg. Unterm Strich ist es so, dass wir leider Gottes in den ersten 15 Minuten ein wenig vor Ehrfurcht erstarrt sind. Folgerichtig kassieren wir da auch das 0:1. Klassische Situation, die Hertha auch in der Vergangenheit sehr häufig zum Erfolg geführt hat. Reese tankt sich auf der linken Seite durch und Tabakovic ist diesen einen Step schneller als die Verteidigung. So, dann haben wir uns geschüttelt, haben uns den Gegner, wenn ich das so mit Verlaub sagen darf, ein wenig zurechtgelegt und hatten zwei, drei richtig gute Einschussmöglichkeiten, aber machen dann leider keine. Und es gilt halt in solchen Spielen, diese Phasen, wo du gut bist, wo du dominant bist, nach Möglichkeit auch ein Tor zu erzielen, das haben wir nicht geschafft. Und kassieren dann unmittelbar vor der Halbzeitpause das 0:2, hat sich zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht angedeutet gehabt, aber da mussten wir erstmal schlucken, machen sie dann gut, spielen 2:1 gut aus nach dem unnötigen Ballverlust sicherlich auf unserer Seite. Und dann musst du dich erstmal schütteln und das haben wir getan, kommen wirklich auch zielstrebig aus der Halbzeit raus, schnell der Anschlusstreffer und ja, wie es dann halt so ist, du denkst, könnte sich das Blatt ein wenig wenden, kassierst du ein paar Minuten später das 3:1. Auch da seitlicher Freistoß geht an Freund und Feind ein wenig vorbei. Und wieder Reese Tabakovic, diese Kombination hat uns heute gekillt. Die zwei besten Spieler des heutigen Tages, zumindest aus offensiver Sicht, wird der Pal wahrscheinlich dann auch bestätigen, waren heute auf Herthaner Seite. Und ich glaube aber unterm Strich, auch wenn du dir davon nichts kaufen kannst, ich glaube, dass die bessere Mannschaft auf der Paderborner Seite gewesen ist, aber dennoch haben wir das Spiel 3:1 verloren, weil nach dem dritten Tor wir nicht mehr so die Aktion hatten, erst dann hinten raus, haben alle Offensiven eingewechselt, die bei uns auf der Bank Platz genommen hatten und haben es aber nicht geschafft, ein zweites Tor zu erzielen. Und deswegen müssen wir das heute akzeptieren, das ist okay, werden uns schütteln und versuchen, am Mittwoch unter der Woche im Pokal wieder zu gewinnen. Vielen Dank. Danke, Lukas. Pal, deine Einschätzung bitte. Also erstmal, ich glaube, wir haben die Gegner nicht untergeschätzt. Das ist ein guter Gegner. Nicht umsonst haben sie auch mehr Punkte gehabt wie wir. Und trotzdem haben wir gewusst, wenn wir anfangen, die Gegner unter Druck setzen und nach Plan anlaufen, da haben wir eine riesen Chance. Das hat auch so ausgesehen nach 15 Minuten. Ich habe einen unsicheren Gegner gesehen. Da haben wir 3-4 riesen Möglichkeiten. Dann machen wir auch die Tor. 1:0 und nach 1:0 die gleiche wie Nürnberg. Ja, danach haben wir wieder nicht mehr so gespielt, wie das sein sollte. Dann bei den Gegnern, auch bestimmt die Trainer oder die Analysten da bei den Gegnern, da haben sie wahrscheinlich auch gesagt, mach mal die Seite von die Reser da ein bisschen nach innen ziehen, da variabel sein. Aber wir haben auch die Lösung, wir haben auch angesagt. Ja? Und jedes Mal da Überzahl, jedes Mal letzter Pass, Unordnung, dann bist du nicht mehr die Herr, wenn du dich nicht so positionierst. Dann kannst du nicht mehr anlaufen. Und das hat uns fast eine halbe Stunde gekostet. Und dann zur Kurzzeit, da machen wir 2:0. Halbzeit zeigen wir mir das. Wir schwören wir ein, gehen wir raus. Und durch die Analyse von meiner Kollegin bin ich einverstanden. Aber die Tor war geschenkt. Da muss er auch zusagen, ja, dass man nicht erarbeitet, war geschenkt. Weil wir haben angesagt, wo muss man stehen, da hat man lange da gestanden, davon kommt die Ecke. Bei Ecke, wir sind ein bisschen wieder so zufrieden, so wie letztes Spiel. Und dann schenken wir die 2:1. Und der Platz hier nach 10, 20 Minuten ist gut für die Mannschaft, dass die aggressiver, dass die kämpferisch, dass die investieren. Das waren wir nicht. Ja. Dann haben wir da einen Zweikampf verloren, dann haben wir hinterhergelaufen. Und selber nach Balleroberung, die Konter konnten wir nicht so richtig bewerten. Gott sei Dank, die Gegner schenkt auch ein Tor. Ja? Und da war 50-50 mit dem Geschenktag, obwohl Weihnachten ist noch weit weg. Und zum Schluss, ich kann nur eins sagen, ich bedanke für Jack, Martin und Toni, wie die eigene 16er verteidigt haben. Und vorne für Reza,
für den Unterschied, was er die ersten 15, 20 Minuten gemacht hat, auch bei der Torvorbereitung, Riesenqualität. Aber auch er muss defensiv verbessern, weil wir, Tatsache ist Hertha BSC, individuell, Einzelspieler, wir sind defensiv nicht stark. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam. Und das heute habe ich die gemeinsam zu verteidigen nicht gesehen. Kann man nicht anlaufen, Strategie, kann man nicht anlaufen, wenn ich weiß, da ist Dinge, was schon 100 Mal gesagt war. Dann muss man warten, dann muss man Geduld haben, so wie die zweite Tor. Dann die Gegner schenken die Ball irgendwann. Entweder macht Ballverlust, lange Ball, Geschenk, Torwart hat die Ball, oder holen wir die Ball und kontern mehr. So war die zweite Tor. Und irgendwie wollte man das nicht ganz akzeptieren. Und dadurch, die Gegner kommt immer wieder Überzahl bei unserer linken Seite. Und das hat Konsequenz, ja? Weil da musst du hinterher, dann bist du nur unterwegs, kostet Geld, Kraft. Und diese Kraft, was du investierst gegen die Ball, dann später fehlt für den Ballbesitz. Und dadurch, danke für die Abwehr, ja, dass die leidenschaftlich verteilt haben. Unterzahl, super, alles gut. Vielleicht war gut, dass Unterzahl war, weil die Gegner hat angefangen, dann viele lange Bälle schlagen, irgendwie nicht mehr so strukturiert zu spielen. Das war gut für uns. Und ja, müssen wir heute den Tag genießen nach Nürnberg-Spiel. Ja, das war schwer, guter Gegner, haben wir geschlagen, aber ich als Trainer, ich bin nicht ganz zufrieden. Ja, da gibt es Sachen, was man ansprechen muss, auch für alle, weil die Weg gefällt mir nicht defensiv. Ja, da müssen wir steigern. Danke, Paul. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann fangen wir hier vorne in der Reihe bei dem Kollegen an. Matthias Reichstein, Westfalenblatt. Herr Kwasniok, Sie haben gar nichts zum Foul an Sissi gesagt. War das für Sie in Ordnung, die gelbe Karte, oder war es eine Notbremse? Ja, es ist so, dass ich grundsätzlich mich selten zur Leistung des Unparteiischen äußere. Es waren heute sicherlich ein, zwei Entscheidungen, die jetzt spielentscheidend waren und wir das Quäntchen Glück eben nicht auf unserer Seite hatten. Dazu gehört sicherlich diese Situation, aber eben auch das vermeintliche Foul vor dem 3-1, als Flo den Ball aus meiner Sicht ganz klar spielt, aber mit einer gelben Karte bestraft wird. Aber das waren Situationen, die passieren dann. Er hat sie so bewertet und ich versuche mich auf die Dinge zu fokussieren, die ich natürlich dann auch beeinflussen kann. Dann gehen wir eine Reihe dahinter zu Inga Bördeling für die Berliner Morgenpost. Paul, eine Frage zu Benze Dardai. Er hat sich verletzt in der Schlussphase, ist glaube ich auch nur wieder auf dem Platz, damit ihr ein Mann mehr seid. Weißt sieht du schlecht das? Aus, das muss man lernen. In zweiter Liga, damals war er bei Paul so, hat sich verletzt. Nach einer Sekunde später rutschen sie Menschen hier rein, mit dem ganzen Körper, dieses Mal wahrscheinlich auch, Krankenhaus. Und ich glaube, das sieht nicht gut aus, muss man lernen. Dann machen wir weiter hier vorne bei dem Kollegen. Ja, Frank Beinecker, Neuwestfälischer. Herr Kwasniok, Sie haben sich heute für Sissi Conte entschieden, statt für Adriano Grimaldi. Ja, was war da der Gedanke dahinter und wie bewerten Sie auch Sissis Leistung? Ja, Tempo. Es ging um Tempo. Wir haben schon das Gefühl gehabt, dass wir mit Fitscho jemanden haben, der beiden Innenverteidigern durch seine Laufstärke, aber auch Laufcleverness in die Schnittstellen wehtun kann. Deswegen wollte ich da einen beweglichen, relativ schnellen Spieler in der vordersten Reihe haben und gleichzeitig mit Conte einen, der ja, jedem Gegner wehtun kann mit seiner Geschwindigkeit in der Breite des Spiels. Und ich sage jetzt mal so, bis auf die Hereingaben, die dann nicht zu 100% akkurat waren im Gegensatz zum Spiel gegen St. Pauli, wo er genau diesen einen Ball hat, war ich schon auch sehr zufrieden. Aber das weiß er auch selbst, dass wenn da die Präzision etwas höher ist, dann macht Fitscho schon, glaube ich, nach 20 Minuten das 1-1. Aber wenn er alles könnte, würde er bei Hertha spielen. Dann gehen wir einmal in die Mitte zu Paul Gorgas, Bild BZ. Harris musste ein bisschen auf seine Tore warten. Nach 4 Spielen hat es jetzt wieder geklappt. Wie erleichtert bist auch du, dass er als Stürmer jetzt auch vom Kopf her endlich wieder trifft? Das ist eine schöne Sache, ja. Aber er hat hier die volles Vertrauen. Er spürt das und er kann auch bedanken bei den Kollegen. Ja. Er macht defensiv sehr gut mit, auch bei defensiver Standard. Das ist eine große Hilfe für uns. Aber die Tore, was er macht, da sind vorbereitet. Ja. Und dadurch, er kann auch bedanken, wie auch, dass er macht, weil er muss es machen. Und bin ich froh. Ja. Und das ist auch viele
Smalltalk, viel Dialog, musste die Spieler immer aufbauen und bin ich froh, dass er heute gut gespielt hat. Gehen wir in die hintere Reihe zu Steffen Rohr für den Kicker. Paul, du hast dich im Mittelfeld für DOC Feig entschieden. Wie hat er seinen Job erledigt und wie schwer ist er angeschlagen? Die DO hat seinen Job gut erledigt, aber zu schneller gelbe Karte. Und wir kennen BM, ja, auch die Journalisten von Berlin. Da war das Risiko zu viel, dass er irgendwie durch Leidenschaft irgendwo noch reingrätscht. Müsste man auswechseln. Mit ihm bin ich noch nicht so weit, nach dem Spiel zu sagen, ob jetzt seine Verletzung ist schwer oder nicht. Ich hoffe nicht, weil brauchen wir ihn. Ja, und eigentlich ein, zwei kleine Stellungsfehler, aber dafür, dass er 100-mal in dieser Position nie gespielt hat, dafür hat er es heute gut gelöst, wie bei der Notsituation. Und wird wahrscheinlich auch in die Zukunft, solange dass wir Not haben, da aushelfen. Die holländischen Spieler sind ja alle gut ausgebildet. Ja? Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Holländische Spieler wissen sie, wo sollen sie stehen, positionieren und ein, zwei Kontakte spielen. Ich habe zu ihm gesagt, du sollst nicht Spielmacher sein. Du musst die Löcke zulaufen, Ball erobern, Köpfen da sein. Hat er gut gemacht und auch die Passquote müssen wir sehen, weiß ich nicht, später Statistik. Aber ich glaube, das ist auch ordentlich. Und dafür, dass er heute ausgeholfen hat, ich finde, das war gut. Gehen wir noch einmal zu Paul Gorgas, Bild BZ. Toni Leistner war wenig einverstanden mit seiner zweiten gelben Karte, die er zum Platzverweis auch geführt hat. Wie hast du die Szene gesehen und wie bewertest du sie? Ich muss sagen, ich glaube, also eigentlich, wir haben ein paar gelbe Karten bekommen, rote Karte, alles und so weiter. Die Schiedsrichter, die Referees waren sie gut. Das liegt nicht an die. Kann man so und so geben, kann man nett sein, nicht nett sein. Beide Seiten so und so. Ich finde heute, die waren sie konsequent, plus minus Kleinigkeiten. Ich will nicht kritisieren, sondern ich muss aufpassen. Wenn jemand weiß, gelbe Karte hat, dann darf ich nicht irgendwie löffeln, irgendwie hingehen, irgendwie, weil das ist so. Ja, ein kleiner streckter Bein, der Gegner weiß das. Frag meinen Kollegen, bestimmt hat er angesagt die Halbzeit, hey, der Typ hat schon gelbe Karte, geh da ran. Habe ich gleich? Das haben die Spieler unter sich alleine schon gesagt. Na, Toni ist erfahren, muss aufpassen. Dann noch einmal hier vorne für die Westfälische Zeitung. Ja, nochmal eine Frage an Herrn Kwasniok. Sie bewerten ja Spieler auch bekanntermaßen eher nach Leistung als nach dem Ergebnis. Wenn Sie das jetzt auch mit Braunschweig vergleichen, war es dann heute sogar besser und war dann ein entscheidender Unterschied halt nur, dass der Gegner über eine höhere individuelle Qualität verfügte? Ja, unterm Strich war die Leistung heute hier besser. Aber hätten wir jetzt lieber in Braunschweig verloren und hier gewonnen, ich weiß es nicht. Am Ende haben wir jetzt nach 11 Spielen 15 Punkte. Das entspricht offensichtlich der insgesamt gezeigten Leistung in diesen 11 Spielen. Wir haben Arbeit vor uns und sicherlich war jetzt der Weg und die Spielleistung insgesamt schon auch die, die wir uns für die Zukunft vorstellen, nur nach Möglichkeit eben auch mit positiven Ergebnissen. Und dann zum Abschluss noch einmal Inga Bördeling für die Berliner Morgenpost. Paul, du hast die Vorlagen für Haris Tabakovic gerade angesprochen. Fabi Reese hat zwei gemacht. Du hast ihn auch zum Ersatzkapitän gemacht. Kannst du die Entscheidung einmal begründen? Vorbildlicher Einsatz im Training. Wie erlebt, alles zum Hertha gekommen. Trotzdem, ich glaube, er trägt sehr stolz die Fahne auf die Brust. Er redet, er lebt für die Vereine, wie ich das sehe. Und dadurch, das war nicht schwer, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, die Jungs akzeptieren sie das auch. Das sieht man, wie wichtig ist er für uns. Trotzdem muss er davon sich verbessern. Und er ist ein super Kerl, ja, wirklich. Privat auch. Super. Vielen Dank dann an dieser Stelle. Danke fürs Herkommen und eine gute Heimreise auch euch. Lukas, kommt gut nach Hause. Bis bald, alles Gute.